Hallo, ey, Kim, Alter. Sorry. Jedes Mal am Schummeln. Den du anfährst, den musst du rausziehen. Okay, da ging aber auf jeden Fall easy raus. Du guckst zuerst. It was at this moment. Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella, hinter der Maurices Kamera. Was geht, Leute? Und wundert euch nicht, ich habe das extra so ausgewählt, diesen Hautton, da ich wie eine Ampel für euch bin. Und bei Rot muss man ja anhalten und deswegen müsst ihr jetzt auch hier bei dem Video stehen bleiben und es euch ganz angucken. Heute wird es richtig heiß umhergehen. Checkst du wegen heiß. Wir werden nämlich heute in einer Kauf-Challenge gegeneinander antreten. Und zwar hat dieses Jenga damit was zu tun. Das haben wir uns zu Weihnachten geschenkt und wir dachten, wir benutzen das mal für diese Challenge. Und zwar müssen wir uns gegenseitig alles kaufen, was wir dort herausziehen. Denn auf diesen verschiedenen Steinen steht ein Produkt drauf, was wir uns selber aussuchen können. Und wenn man das dann rauszieht, zufälligerweise, muss der andere es einem kaufen. Was denn? Warum machst du die ganze Zeit so? Lach gar nicht. Damit jeder seine Wünsche da draufschreiben kann, brauchen wir erstmal ein Edding. Und den gehen wir kaufen und dann erklären wir euch die Spielregeln. Die Stifte haben wir und jetzt kann jeder damit sich 5 Wünsche, die er in seinem Leben hat, aufschreiben. Und zwar auf diese Steine. Und mit etwas Glück zieht man dann den richtigen raus. Das Ding ist, der Rest der Steine, welche sehr viele sind, sind Nieten. Also ist auch eine sehr große Wahrscheinlichkeit dabei, dass man gar nicht das bekommt, was man möchte. Jetzt fragt man sich natürlich, was passiert, wenn Maurice Kims Stein rauszieht? Dann verfällt meiner und ich habe Pech gehabt. Also wäre nicht so geil. Alles klar, wir haben den Turm erstmal zum Kippen gebracht und jeder von uns bekommt jetzt 5 Steine in jeweils einer anderen Farbe. Und dann müssen wir jetzt voneinander abgetrennt, also Maurice macht das alleine mit euch, ich mache das alleine mit euch, müssen wir unsere Wünsche drauf aufschreiben. Und ich würde sagen, das machen wir erstmal, oder? Okay, dann zeige ich euch mal, was ich mir so insgeheim wünsche. Okay, Freunde, ich habe richtig Bock, dass Maurice mal wieder Geld ausgibt und ich wünsche mir schon übel lange diese Sofortbildkamera. Und deswegen werde ich die auf jeden Fall aufschreiben. Und ich brauche auf jeden Fall auch noch weiße Schuhe, deswegen werde ich die auch noch mit aufschreiben. Und das andere zeige ich euch gleich. Ich brauche auf jeden Fall auch noch neue Kopfhörer, weil bei meinem nur einer funktioniert und das ist so anstrengend. Jetzt gerade auf jeden Fall nötig After Sun, weil ich schon wieder aussehe wie Mr. Krabs. Und hier steht jetzt nur Avocado drauf, aber ich will nicht mehr einfach eine Avocado, sondern ein Avocado-Kissen. Oh mein Gott, das ist so süß und flauschig. Das hätte ich mega gerne. Und das sind meine 5 Wünsche. Ich hoffe, ich bekomme die Kamera. Das wäre unnormal geil. So Leute, also meine 5 Sachen sind auf jeden Fall Socken. Ich habe nur 7 Paar Socken mit und Kim trägt die einfach immer und deswegen brauche ich auf jeden Fall neue. Dann eine Taucherbrille, weil ich tauchen möchte. Ein Surfboard, ein Solarpanel und ein Ventilator. Der Ventilator ist ein bisschen unnötig, aber mir ist keine 5. Sache eingefallen. Hoffentlich ziehe ich das Surfboard. Ich hätte so Bock drauf. So, das sind meine 5 Sachen. Ich hoffe, ich ziehe eins davon. Ey, das sieht aus wie so ein cooles Klavier. Okay, also hier sind jetzt unsere ganzen Wünsche drunter. Und wir mischen die jetzt alle einmal durch und lassen die so umgedreht, damit wir natürlich auch nicht wissen, was wo drunter ist. Und dann müssen wir die, ohne drunter zu gucken, natürlich auch aufstapeln. Ja, wohl klar. So, Kim baut auf. Und das hier sind die, die oben drauf kommen. Also das sind alles Nieten. Aber die oberen 3 Reihen darf man ja eh nicht ziehen. Ey, ich weiß wirklich nicht, wo irgendwas ist. Ich bin echt gespannt. Das sieht voll cool aus, ne? Und falls ihr Jenga kennt, wisst ihr ja, dass das Ziel natürlich ist, dass die andere Person den umschmeißt. Also man darf den selber nicht umschmeißen. Und wenn es hier passiert, dass eine Person den von uns umschmeißt, muss diese Person eine Sache, die er hoffentlich sieht, ne, wieder zurückgeben. Also darfst du nicht behalten. Das ist schon fies, ne? Das ist unser Mini-Turm. Fing schon, wer anfängt. Ja, okay, alles klar. Ja, Mann! Nein, Mann! Endlich, ich schwöre, früher war ich Meisterin in Xing-Shang-Shang gegen dich, ne? Los, mach jetzt! Ja, okay. Willkommen zu den diesjährigen Jenga-Meisterschaften. Bist du bereit, gegen mich anzutreten? Mach jetzt! Hallo, Maurice, ich muss das alles erstmal einleiten, okay? Wenn ich einen berühre, muss ich den nehmen, ne? Ja. Okay. Der ist ja schon mal easy. Scheiße, es wackelt ja. Ich habe deins gezogen. Was ist das? Ventilator. Jetzt kriegst du schon mal keinen Ventilator mehr, nee, ne? Aber du musst so oben drauflegen. Was denn? Was, wenn ich ihn nicht rauskriege? Du musst ihn jetzt nehmen, ne? Welchen nimmst du denn? Den pinken in der Mitte. Okay. Ich hoffe, er fällt bei dir um. Okay, okay, okay. Ah, oh, gar nichts. Toll. Da steckt aber fest, ne? Ich hoffe, ey, Mann, warum ist eine Niete. Los jetzt. Warum habe ich den genommen? Was für ein Auftrag? Da steht was drauf. Was denn? Schuhe! Laber nicht. Das bedeutet, du darfst mir jetzt Schuhe kaufen, Maurice. Ah, nein. Let's go! Lass mir den hier stehen. Was ist, wenn so tollwütige Kinder kommen und so sagen, wuhu, Türme umstoßen? Egal, wir kaufen jetzt schnell und dann spielen wir weiter. Alles klar, bist du bereit, ein bisschen was für Schuhe auszugeben, Maurice? Nein. Es werden weiße Schuhe und ich will darin richtig Party machen. Und in weißen Schuhen kann man nicht richtig Party machen, weil sie danach nicht mehr weiß sind, weißt du? Weiß, weiß, überall weiß. Und deswegen würde ich mir auch gar nicht so teure aussuchen. Und kommen dir da ja so ein bisschen entgegen. So bin ich heute. Das macht diese Sonne mit mir, weißt du? Wir sind hier gerade in dem australischen Primark. Aber hier gibt es, glaube ich, auch günstige Schuhe. Das sind jetzt zwar keine weißen Schuhe, aber die passen perfekt eigentlich zu meinem Silvester-Outfit. Und deswegen passt das, oder? Und die kosten nur $10. Ja, dann los. Ich bin gespannt, ob unser Turm da noch steht. Okay, ja, er steht noch. Alles ja. Gut. Ja, okay, ich bin wieder dran, ne? Yes. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Welchen nimmst du? Ich hoffe, es ist das Surfboard. Scheiße, hast du dir die Farben gemerkt? Bei der Kamera habe ich mir die Farbe gemerkt. Oh, du hast was bekommen! Socken. Ja, yeah, okay, das habe ich am meisten gebraucht. Oha, wow, tolles Geschenk, toller Wunsch. Dann gehen wir die Socken kaufen, oder? Yes.
diese Socken, die du mir jetzt kaufst, die darfst du nicht tragen, okay? Ja, versprochen. Ja, ist versprochen. Kim, wirklich jetzt? Oh ja, okay, Maurice. So, meine Socken sind sogar teurer als deine Schuhe. Oha, du hast reingekackt. Ich kaufe dir nur ein Paar. Du ziehst nie Socken an, Maurice. Ja, aber wenn ich mal welche anziehen möchte, dann hast du all meine verbraucht. Das ist eine Lüge. Meine Karte funktioniert nicht. Dankeschön. Du musst mir leider deine geben. Gerne schön. Alright, Maurice. Ich hoffe, ich bekomme dieses Avocado-Kissen. Das wäre so Bombe. Avocado-Kissen? Okay. Achso, du weißt doch gar nicht. Du hast ja schon gesagt. Okay. Hallo, ey, Kim, Alter. Sorry. Jedes Mal am Schummeln. Den du anfährst, den musst du rausziehen. Ich nehme den lilanen, okay? Okay. Ich hoffe, du musst deine Schuhe wieder zurückbringen. Ey, ohne Spaß, dieser Turm ist so wackelig. Ey, das geht gar nicht, ne? Was ist das für ein Kack-Jenga? Für nichts einfach. Was denn? Für nichts. Ich nehme den hier. Ja, los. Ha! Achso, wir haben vergessen zu sagen, jeder ist 10-mal dran. Ich nehme den hier. Oh Mann, ey, der ist auch schon wieder so scheiße schwer. Hast du was? Ja. Was denn? Surfboard. Ey, Mann, Absturz. Das bedeutet, du kannst leider kein Surfboard mehr bekommen. Okay. Tut mir leid für dich. Ich hoffe, du ziehst meine Kamera nicht raus. Warum sagst du schon alles vorher? Sorry, ich hab's vergessen. Aber du weißt ja nicht, auf welcher Farbe das ist, ne? Okay, when you ready, you can do it. Nimm den lilanen. Ja, das ist eine sehr gute Entscheidung. Der war ja todes-easy. Ey, Mann. Also, ich muss gerade ein bisschen nachdenken, weil ich weiß ja, unter welchen Farben meine Sachen drunter sind. Also, bei mir steht es jetzt 1-3, dass ich was bekomme. Ich nehme diesen lilanen hier unten, by the way. Wenn dieser Turm nicht umfällt. Ey, was? Wie viel Glück hast du? Das ist Schlauheit, Maurice. Das ist einfach schlau sein. Also, das bedeutet, du kannst mir richtig nice, schöne Kopfhörer kaufen, oder? Danke. Auf was hast du eigentlich Bock, mir zu kaufen jetzt, Maurice? Kopfhörer. Zufällig diese hier? Die willst du nehmen. Ja, die sehen voll schön aus, oder? Rosa? Egal, nimm, wenn du willst. Hä? Die sehen voll cool aus. Und dann kann ich damit zu joggen gehen und so. Und dann fallen mir die nicht raus, weil die sitzen ja auf meinem Ohr drauf. Bestimmt ja, gehst du joggen. Das motiviert mich immer. Immer, wenn ich sowas habe, weißt du, dann motiviert mich das. Dann los. Yay! Sehr nett von dir. Thank you very much. Muchacho. Okay, ich würde sagen, dann kann es weitergehen, oder? I wish you Glück auf jeden Fall. Okay, so viel bleibt gar nicht mehr über, ne? Das ist die einzige Reihe mit 3 noch. No risk, no fun. Nimm doch einfach eine Reihe mit das einem. Das ist easy. Ah ne, das sind ja alles Nieten. Ja. Also man muss von unten ziehen. Ja, eben. Oh, du hast was! Yeah, meine Taucherbrille. Geilo. Wenigstens etwas. So, Maurice, in welchen Laden willst du denn eintauchen, um deine Taucherbrille zu bekommen? In einen Tauchladen. Vielen Dank für das pinke Schnorchel. Das ist Lila. Das ist ein sehr schönes Lila. Das ist eine wundervolle Farbe, Maurice. Du wirst dich damit köstlich amüsieren. Und ich würde sagen, ich mache als nächstes weiter, oder? Ja. Ey, wir sind hier ein bisschen draußen. Ich habe voll Schiss, dass der Wind das irgendwie umkippt. Da hinten steht er, wie eine 1. Okay, warte, wie oft war ich jetzt? 5-mal oder 6-mal? Es wird langsam echt schwer so, ne? Niete. Hey, warte mal, ich hatte ja auch schon meinen blauen. Okay, das war dumm. Egal, okay. Ey, ich hab's mir auch so gar nicht gemerkt, ne? Ich bin so dumm. Okay. Am dringendsten wollte ich eigentlich das Surfboard. Welche Farbe hatte ich gerade? Ich glaube gelb. Ich meine, ich glaube orange. Nichts. Ah, langsam wird's hier aber kritisch. Wackelig, wie Pudding. Oh mein Gott, dieser Turm wackelt schon so durch den Wind. Also ich brauche auf jeden Fall jetzt einen pinken Stein. Da steht noch eine Sache von mir drauf, ja, aber ich kann den nicht nehmen. Also ich kann nur den nehmen. Und deswegen muss ich jetzt einfach prayen an den Jenga-Gott, dass da meine Sache drauf steht. Okay, da ging aber auf jeden Fall easy raus. Du guckst zuerst. It was at this moment he knew. He fucked up. Aha, eine Sache zurückgeben. Ja, das hier war dein Stein. Alter, hey, was für eine Kamera? Kauft dir doch keine Kamera. Eine Sofortbildkamera. Bekomme ich die dann jetzt trotzdem? Du darfst dir eine Sache aussuchen, die du zurückgibst. Das Ding ist, ich brauche die Schuhe und ich will auf jeden Fall die Kamera haben. Deswegen muss ich die Kopfhörer zurückbringen. Die brauchst du doch am Trinken. Nee, ich brauche die Schuhe für die Party. Hast du Lust, deine Kopfhörer wieder zurückzubringen? Nee, und ich finde, auch du kannst das machen. Nein, safe, du hast verloren. Oh Mann, Maurice, es war der Wind. Es war wirklich der Wind. Oh Mann, das ist richtig Absturz. Aber ich freue mich auch auf die Kamera. Deswegen kommen die auf jeden Fall wieder zurück hier in den Laden. Und nicht mehr in meinem Besitztum ergreifend sein, Tan. Da gehen sie dahin. Money back to your master, Tan. Mann, ich finde das richtig blöd jetzt. Eine Träne rollt auf jeden Fall noch für meine Kopfhörer, die jetzt nicht mehr meine sind. Aber eine wird dadurch wieder eingesogen in mein Auge rein, dadurch, dass wir jetzt eine Kamera für mich kaufen werden. Okay, eigentlich ist sie für uns. Also ist ja nicht so schlimm, oder? Nein. Sehr gut. Oh mein Gott, ich freue mich voll. Aber in pink auf jeden Fall, oder? Ich würde lieber schwarz nehmen. Nein, Maurice. Pink. Ja. Dann komm jetzt. Geil. Das ist echt süß von dir. Haha, ha, wie witzig. $130. Sprich es nochmal aus. $130. Nein, Spaß. Aber es ist doch schön für uns beide. Bist du jetzt glücklich? Ja, wir müssen
uns vor den Tannenbaum stellen, dann ist das wie ein Weihnachtsgeschenk noch. 20 Fotos kosten einfach $30. Also, very much thank you on you. Es war auf jeden Fall eine nice Challenge einmal dafür. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall den Channel, weil wir machen ja immer coole Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und abonniert auch Maurice Channel, der ist in der Infobox verlinkt. Und oh Gott, ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal After Sun drauf machen. Ah, den müssen wir jetzt noch kaufen außerhalb der Challenge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace, haut rein. Tschüss. Yeah.